So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. So, das erste, was wir hier machen, ist Inventar. Wir haben ja noch was Neues gekriegt, ich habe ja gar nicht nachgeschaut. Sodali, sodala, schauen wir mal, da. Leichte Rüstung, 108. Oh, die ist sogar besser. Habe ich ein Masen? Wir tauschen die gleich mal aus. So, neue Stiefel haben wir auch gefunden. Plus 13, ja, warum nicht? Tauschen wir aus. So, was haben wir hier? Verbessert. Axi-Zeichen. Igni ist, glaube ich, gut. Wir geben das da rein. Und Igni auch da rein. So. Jetzt haben wir schon neue Schwerter auch gefunden. Stahlschwert plus 5. Und Stahlwaffe mit plus 33. Das tauschen wir um. So, dann haben wir da ein Silberschwert plus 16 und plus 10. Na, dann nehmen wir natürlich das. Plus 16. Passt, okay. So, was haben wir hier? Chancen auf Verbrennen. Okay. Verbessert Angriffskraft. Ja. Einmal. Zweimal. Angriffskraft erhöhen. Passt, okay. Somit haben wir das jetzt auch. Wir haben einen neuen Geralt. Endlich haben wir mal etwas Neues. Hier, bessere Waffen und eine neue Rüstung hier. So, was machen wir? Hier kommt der Bräutigam. Der Bräutigam. Also ich weiß jetzt nicht, wie der Hochzeitsmarsch geht. Irgendwie so. Hoffentlich bin ich nicht der Bräutigam. Werden wir gleich sehen. Schau, der Typ will mit uns reden. Na, dann machen wir das mal. Grüß dich, gell? Du bist nicht von hier, wie ich sehe. Was führt dich nach Spikarok? Ich höre, hier gibt es Arbeit für einen Hexer. Ja, meine Schwester nervt schon immer zu damit. Ich habe einen Aushang gemacht, damit sie Ruhe gibt. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass sich jemand dafür interessieren würde. Worum geht es denn? Der Verlobte meiner Schwester ist verschwunden. Die Leute sagen, er ist weggelaufen. Meine Schwester sagt, sie habe gesehen, wie er von einem Monster verschleppt wurde. Du glaubst deiner Schwester wohl nicht? Sie hatten gute und schlechte Zeiten. Nils ist ein notorischer Schürzenjäger und Britta ist nicht der einfachste Mensch. Aber Familie ist mir heilig. Nimmst du dich der Sache an? Ja, sicher, aber zuerst. Es wird nicht einfach sein, Nils zu finden. Die angesetzte Belohnung reicht nicht aus. Wenn du ihn nach Hause bringst, werde ich nicht knausern. Ich brauche eine verbindliche Summe. Zuerst musst du mir was Verbindliches sagen. Nämlich das Schicksal von Nils. Okay, 249 will er mal geben. Erhöhen wir es mal auf 290. Abgemacht. Passt, okay. Gut, ich übernehme den Auftrag. Mal sehen, was ich tun kann. Zuerst will ich mit deiner Schwester reden. Britt und Nils hatten einen Lieblingsort. Die Klippen nördlich des Dorfs. Seit er weg ist, wandert sie da herum. Danke, ich gehe zu ihr. Na gut, dann suchen wir mal seine Schwester auf. Die ist 103 Fuß, Meter, Kilometer. Ich habe keine Ahnung, in was es gemessen wird. Weg von mir! Die sind da oben irgendwo. Okay, da muss ich da übers Wasser gehen wahrscheinlich. Und der scheiß Zaun haltet mich auf, ist eh klar. Ja, scheint so. Okay, dann wir gehen da gleich so rüber. Gottes Willen. Na, da ist sie schon. Okay. Britt, na dann, erzähl mal. Ich muss mit dir reden. Lass mich in Ruhe. Hast du gesehen, wie Nils starb? Ich sah einen Schatten. Große Flügel, wie eine Wolke am Himmel. Dann hörte ich ihn schreien. Etwas packte ihn, riss ihn hoch und flog zu den Höhlen am Strand. Aber er lebte noch. Er schrie meinen Namen. Ich kümmere mich darum. Na gut.
Ich sollte mich in den Höhlen umsehen, die Britt erwähnt hat. Ja, das sollten wir vielleicht tun, Geralt. Das ist eine gute Idee. Machen wir das einmal. Du bist so intelligent, Geralt. Das ist ein Wahnsinn. 500 Fuß, Meter, Kilometer, was weiß ich was, ist das weg von mir? Wartet. Ich habe irgendwie Bock auf Lamm. Ein Widder. Altes Schaffell. Okay, eigentlich wollte ich das Fleisch haben. Ah, ja, 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 ich kann den Typen nicht angreifen. Mir ist eh klar. Wurscht. Wir müssen so und so in die Höhlen. Auf mit uns in die Höhlen. Habe ich ein paar Quests heute auch noch aufgenommen von dem. Bin ich glücklich. Dass sich das Let's Play so lang zart bei mir, das ist eh unglaublich. Und die DLCs möchte ich ja auch noch machen. Na, habe dere, da kommt noch viel auf mich zu. So. Plötze? Du, wirklich. Ah, komm her. Und ab. Geht ein bisschen schneller, glaube ich. Und, oh ja, geritten bin ich schon lange nicht mehr, glaube ich. Bevor ich da 300 Dinger gehe. Immer weiter, schön bei weiter. Ist da irgendwas? Ich weiß nicht. Ich reite einfach weiter. Drauf gepfiffen und nach links. Und runter da. Halt! So, da möchten wir rein, Geralt, ne? Geh nicht schwimmen. Geh da raus aus dem Wasser und da rein, genau. So, dann schauen wir uns mal hier drinnen um. Ertrunkene könnten Nils unmöglich hochheben. Na, komm her. Das Feuer ist wirklich Gold wert hier. So, das können wir nehmen, okay. Sonst noch irgendwas? Da ist noch was. Es ist unglaublich, was man da alles mitnehmen kann. So, hier haben wir es. Versuch das mal, Geralt. Sirenenspuren. Sehr große Sirene. Okay, und denen müssen wir jetzt wahrscheinlich folgen. Ja, da hinten blinkt noch was. Oder leuchtet. Ah, okay. Haben wir doch ein Schema vielleicht. Wurscht, wir gehen weiter. Einfach drauf, Geralt. Da sieht man schon einen gewissen Schadensunterschied, hä? Von vorher und nachher. So, her damit. Okay, da ist was? Melusine, die verrückte, gefährliche Dame aus der Tiefe. Die ist hier eindeutig verehrt worden. Ja, das ist gut zu wissen. Wo geht's hier weiter, Geralt? Ah. Seltsame Farbe. Das ist keine gewöhnliche Sirene. Auf dem Altar liegen die gleichen Schuppen. Der Melusine-Kult ist nicht aus dem Nichts entstanden. Die Echidna lebt schon eine Weile hier. Hat Winterschlaf gehalten, ist jetzt aber aufgewacht und hat Hunger. Okay. Wir gehen aber weiter rein. Meine Fresse, gut. Also irgendwo da musste er sein anscheinend. Schauen wir gleich mal. Da vorne sind einmal Gegner, okay. Und da ist diese Spur wieder, okay. Dann kommt's her mal. Ja, komm. So, her mit euren Loot. Geralt, bitte. Na, dann halt nicht, Geralt. Hier mal, einmal,
Und der da hinten hat auch was gedroppt. Dankeschön. So. Und hier wahrscheinlich raus. Nehme ich mal an. Keine Ahnung. Ja. Also der gelbe Kreis ist schon mal draußen. Geralt, bitte. Okay. Links von mir. Ah. Da ist er. Dort ist er. Natürlich. Ja, eh normal bei The Witcher. Alle sind tot. Nils, das muss er sein. Ein Monster hat ihn aus großer Höhe fallen gelassen. Britt hat nicht gelogen. Na dann komm mal her, du Scheißviech. Moment. Komm runter da zu mir. Komm runter da zu mir. Also wegballern kann ich dich auch, aber mir wäre es lieber, wenn du runterfallst zu mir. Er will nicht. Na, mir ist wurscht. Mir ist es gleich. Hauptsache er stirbt. Na, jetzt habe ich dich mal schön da in der Kamera. Na du Scheißviech, komm runter da jetzt. Treffen tue ich dich so und so. Spannender Kampf, wirklich. Spannender Kampf. Wahnsinn. Jetzt kommt er mal. Aber ja, doch nicht. Ich weiß es nicht. Komm her jetzt. Jetzt. Bam, bam. Ah, verdammt, daneben. Egal, wir schießen weiter auf ihn. Noch zwei, dreimal. Na, noch ein paar Mal. Ah, ich habe gerade gesehen, ich habe keine Leben. Oh. Ich sterbe! Ich sterbe! Ich. Na, Alter, Vater. Hat mich das Viech wirklich umgebracht? Ja gut, wir haben eh nur 12 Minuten, das lasse ich jetzt einmal drinnen. Danach müssen wir eh nur die Quest abgeben, aber das ist ja arg. Mir ist das erst jetzt aufgefallen. Dabei habe ich jetzt runtergedrückt, dass er sich regeneriert. Nichts. Nichts, das hat sich nichts gebracht. Das ist unglaublich. Na komm, lad schneller. Die letzten 2 Zentimeter wirst du auch schaffen, oder? Oder den einen Zentimeter. Ich glaube ganz fest an dich, dass du das schaffst. Danke. Der Melusine-Kult ist nicht aus dem Nichts entstanden. Die Echidna lebt schon eine Weile hier, hat Winterschlaf gehalten, ist jetzt aber aufgewacht und hat Hunger. Ja, jetzt muss ich gegen die alle nochmal kämpfen, das gibt's ja nicht. Na wurscht jetzt. Komm her da, wieso geht sie immer weg von mir? Du Arschlochviech. So, das nehmen wir alles mit nochmal. Okay, das war's. Jetzt tun wir ganz kurz meditieren und dann schießen wir ihn nochmal runter. Inventar. Habe ich da bessere Bolzen? Okay, die sind schon mal besser. Ansonsten habe ich eh nichts, okay. Die Druckwelle könnte man vielleicht noch ausrüsten. Vielleicht kann ich ihn doch von oben runter fetzen, irgendwie mit der Druckwelle. Gut, gut, gut. Wenn ich das überspringen kann, überspringe ich das. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Ja, überspringen können wir's. Überspringen, überspringen. Passt, okay. Wie schmeckt dir das Silber? So, dann das. Ja, das nimmt jetzt da weniger Schaden. Aber das passt schon. Wir bleiben einfach mal stehen einfach. Er hat mich vorher auch nicht angegriffen. Und wie ich mich bewegt habe, hat er mich angegriffen. Wir bleiben jetzt einfach mal stehen. Es geht so, der Schaden. Die Hälfte haben wir jetzt schon einmal.
Bis jetzt hat er mich noch nicht angegriffen. Ich hoffe, dass er das auch jetzt nicht macht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Geh weg von mir, Scheißviech. Du willst mich ja nur vergiften, Alter. Jetzt bist du gleich tot. Einmal noch. Komm, Geralt. Einmal noch. Perfekt, Geralt. So. Haben wir das Viech auch erledigt. Beim zweiten Mal. Ja, wenn ich das vorher gewusst hätte. Wirklich, wenn ich das vorher gewusst hätte. Wo ist jetzt der Loot? Ist der jetzt runtergefallen? Da geht's nicht, der ist runtergefallen. Ich sehe es nicht. Kann ich da runtergehen? Ja, das wird schon gehen, oder? Gottes Willen. Da ist was. Ah, da ist die Trophäe. Okay, gut, warum auch immer da die Trophäe liegt. Mir ist wurscht. Wir haben's. So, hol dir die Belohnung ab. Okay. Da, wo ist da das Loch? Da war das Loch. Turbo, komm, gib Gas. Jetzt haben wir schon auf 16 Minuten. Ja, der Kampf war jetzt nicht so spannend, aber was soll man tun? Was soll ich tun? Was machst du, Geralt? Nur weil ich das da reindrück, brauchst du nicht gleich auszucken. Alles ist cool. Einfach durch da. So, da ist Plötze, ja, okay. Den holen wir gleich, aber erst, wenn ich da oben bin und wenn er weg ist von der Karte. Und zwar jetzt. Genau, nämlich dann kommt er viel schneller daher. Komm, Plötze, bleib stehen. Beweg dich. Und ab geht's. Na, wo gehst denn hin, Plötze? Du sollst auf dem depperten Weg bleiben. Und wieder retour alles. Schade, dass da keine Schnellreise gibt. Aber ja, was soll's. Da, der Scheiß wieder, hä? Plötze. Da gibt's eine Schnellreise, aber jetzt ist wurscht. Jetzt reiten wir einfach weiter. Jetzt ein bisschen die Natur auch. Schadet auch nicht. Man sieht heutzutage zu wenig im 21. Jahrhundert. Viel zu wenig. Okay, jetzt muss ich doch links. Der Weg kann sich auch nicht entscheiden, wohin ich muss. Und runter da. Den Rest gehen wir zu Fuß. Danke, Plötze. So. Lass mich da durch. So. Pass bloß auf, Fremder. Meister Hexer. Jo, ich bin wieder hier. Ich habe die Bestie besiegt. Ich habe eine alte Echidna in einer Höhle am Strand gefunden. Zähes Biest, aber ich habe sie getötet. Dann hat Brit die Wahrheit gesagt. Ein Monster hat Nils geholt. Und ihn umgebracht. Die Leiche liegt in der Höhle. Ich muss sie holen. Hexer. Würdest du Brit wohl sagen, was mit ihrem Verlobten passiert ist? Okay. Ich kann es ihr ja auch sagen, ich bin ja eh so und so ein Mensch, ohne Herz. Also Geralt, also ich glaube schon, dass er... Ich weiß nicht. Er ist schwer einzuschätzen irgendwie, ich weiß nicht. Ich mach das selber, ja. Gut, ich rede mit ihr. Das ist das Mindeste, was sie verdient. Jetzt fühle ich mich wie ein Idiot, meiner eigenen Schwester nicht geglaubt zu haben. Nimm dies. Harte Arbeit muss bezahlt werden. Bitte sehen. Mal schauen, was sie jetzt sagt. Ja? 290 Kronen, sehr gut. Da hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr rausholen können, aber ist wurscht. So, jetzt reden wir mal mit ihr. Und dann sollte man vielleicht sogar ein Level steigen. Das könnte sich vielleicht sogar ausgehen. Wer weiß, wer weiß. Bin gespannt. So, rauf mit dir da, Geralt. Und reden wir mal mit dir.
Ich weiß, was mit deinem Mann passiert ist. Ich muss mit dir reden. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Meine Fresse. Dein Verlobter ist tot. Eine Echidna hat ihn gefangen und getötet. Nils. Es bringt ihn nicht zurück, ich weiß, aber ich habe ihn gerächt und die Bestie getötet. Danke. Ich wusste die ganze Zeit, dass er mir treu war. Und so will auch ich ihm Treue schwören für den Rest meiner Tage. Nimm dieses Gold. Viel ist es nicht, aber du sollst es haben. Danke. Ich nehme, was ich kriegen kann. So viel ist das in meinem Beruf nicht. Und 20 Erfahrungspunkte haben wir auch noch dafür gekriegt. Und 25 Kronen habe ich auch noch dazu gekriegt. Auftrag, hier kommt der Bräutigam. Und fertig. Wie viele Erfahrungspunkte? 5. Na, ich bin gespannt. Gar keine. Keine Ahnung, es wird mir nicht angezeigt oder es wurde mir schon angezeigt. Sodali und Sodala, wir machen die nächste Quest. Und zwar Nebenquest, und zwar das da. Sprich mit Lothar. Gut, das wählen wir mal aus. Wie weit ist das? Das ist weit weg. Bis zu dem Deppert. Okay, wir machen eine Schnellreise. Da unten war ja irgendwo... Na komm, Geralt. Da unten war ja irgendwo der Schnellreiseposten. Meine Fresse. Herzfehler, geh nie wieder ins Wasser. Wirklich, geh nie wieder ins Wasser. So, irgendwo da unten war er ja. Oder da oben. Ja, da oben ist er. Der Schnellreiseposten. Freunden zeigen wir das. So, wohin? Ja, von rechts oben nach rechts unten. In die Mitte des... der Karte. Okay. Also da kann ich mich hin teleportieren, da kann ich mich hin teleportieren. Okay, passt. Dann gehen wir darauf. Ja gut, das war's halt mit dem Part. Wir sehen uns dann halt wieder dort. Im nächsten Part reisen wir, also gehen wir mal dorthin. Also wir reiten wahrscheinlich, das geht schneller. Ja, und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.